Also, meine Damen und Herren, sehr schön, dass Sie so zahlreich hierher gekommen sind. Der Anlass verdient es tatsächlich auch. Und wie so oft ist es so, eine gute Idee zu haben, ist das eine und die dann zu realisieren, das andere. Was wir heute begehen, ist der Schlusspunkt jetzt für die Zentralbibliothek zumindest eines ganz großen Projektes hier. Und wir haben vieles hinter uns jetzt im Lauf der letzten Zeit. Von Marktsichtungen, von interessanten Lieferanten, von den besonders artifiziellen Dingen des öffentlichen Beschaffungswesens und Ausschreibungswesens, von der Parametrisierung von Software, dem Durchführen von Konvertierungsmaßnahmen und, bis hin zur Anpassung eines Leitsystems und der Oberflächen der Bildschirme, die natürlich das System bedienen. Und deshalb kann es einen heute ganz stolz machen, dass wir das so hingekriegt haben. Und zwar tatsächlich nur ein Dreivierteljahr, nachdem wir ja im Juli letzten Jahres mit Professor Pauli, unserem Unipräsidenten, den ersten Teil gestartet haben, nämlich die Ausleihe. Heute geht dieses Gerät hier in Betrieb offiziell, unsere Rückgabe- und Sortieranlage. In den letzten 100 Jahren der größte Schritt tatsächlich. Jetzt ist in der Zentralbibliothek alles auf Selbstbedienungsausleihe eingestellt hier tatsächlich. Und es geht ja dezentral weiter in den Teilbibliotheken. Das ist dann der größte Schritt, der sich anschließt. Da sind ja schon an 4 Standorten die Umarbeitungsarbeiten für RFID im Gange nun. Und das heißt, dass wir an allen Standorten ein Ausleihnetzwerk jetzt hier werden. Und das ist ein Schritt, der für die gute alte Tante Ubi Würzburg entscheidend sein wird hier und auch tatsächlich Komfort für alle Nutzerinnen und Nutzer dann bringt. Es waren die Hauptnutzerinnen und Nutzer selber, die das möglich gemacht haben. Deshalb mich echt freue, dass auch dann im Anschluss Studierendenvertreter etwas, Herr Janke, dann kurz sagen wird. Tatsächlich, wie gesagt, gedacht ist schnell, realisiert ist schwierig und das Geld dafür muss man auch erstmal herkriegen. Und es sind die Studierenden gewesen, die den Hauptbatzen an dem Geld hier gebracht haben für uns. Im Oktober 2017 stellt uns der Direktor der Universitätsbibliothek die Idee für das Projekt in der Studienzuschusskommission vor. Wirkliche Überzeugungsarbeit für die Zustimmung der Studierenden zu diesem Projekt war angesichts des offensichtlichen Nutzens nicht nötig. Die Finanzierung war da schon, wie erwähnt, ein anderes Thema. Aber auch dieses Problem ließ sich offensichtlich klären. Den Anfang machte die Teilbibliothek am Wittelsbacher Platz im Februar diesen Jahres. Weitere 3 Teilbibliotheken sollen Ende dieses Monats folgen. Bisher musste bei der Ausleihe von Medien aus den Teilbibliotheken händisch Leihscheine ausgefüllt werden. Ein Anachronismus seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten. Glücklicherweise gehört dies zukünftig der Vergangenheit an. Für den heutigen Start möchte ich jedoch die Gelegenheit nutzen, um auf ein Problem hinzuweisen, das sowohl die Studierendenvertretung als auch die Bibliothek bereits seit Jahren beschäftigt. Fehlende Lernarbeitsplätze. Laut einschlägiger DIN-Norm fehlen 1800 Lernarbeitsplätze in der gesamten Universitätsbibliothek. Kein Wunder, dass die Forderung nach zusätzlichen Plätzen eine Spitzenreiterforderung in der Umfrage der Universitätsbibliothek zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie war. In den nächsten Jahren und Jahrzehnten sollen zunehmend mehr Institute und ganze Fakultäten auf dem Campus Hubland Nord ziehen. Für diese tiefgreifende Veränderung der Universität wurde von der ehemaligen Universitätsleitung ein Masterplan bei einer externen Agentur in Auftrag gegeben. Bei dessen Erstellung waren weder Studierendenvertretung noch die Universitätsbibliothek eingebunden. So ist passiert, was passieren musste. Für das Lernzentrum ist ein Standort am Rande des Campus angedacht. Was für eine Fehlplanung. Ein zentraler, umfangreicher Bibliotheksstandort auf dem Campus Hubland Nord ist dringend notwendig. Und zwar einer, der sich in unmittelbarer Nähe zu den Seminarräumen und damit dort befindet, wo die Studierenden sind. Mittendrin. Ein solches Gebäude sollte mindestens 650 Lernarbeitsplätze zusätzlich bieten. Wie eine durchdachte Campusplanung funktioniert, sieht man am Campus Hubland Süd. Hier wurde zuerst die Mensa und die Universitätsbibliothek als zentrale Einrichtung entworfen und anschließend alle anderen Fakultätsgebäude ringsrum platziert.
Wir laden die Universitätsleitung dazu ein, gemeinsam mit der Universitätsbibliothek und der Studierendenvertretung einen solchen zentralen Bibliotheksstandort auf dem Campus Hubland Nord zu planen. Abschließend möchte ich mich auch im Namen der gesamten Studierendenvertretung für die seit Jahren sehr gute Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek im Sinne der Studierenden bedanken. Anderen Serviceeinrichtungen der Universität sei die Orientierung der Bibliothek an den Bedürfnissen der NutzerInnen dringend zur Nachahmung empfohlen. Die Universitätsbibliothek möchte ich ermutigen, den begonnenen Weg weiter mutig voranzuschreiten. Der Unterstützung der Studierendenvertretung kann sie sich dabei sicher sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ein paar technische Details sagen, damit Sie eine Vorstellung von der Anlage bekommen. Das ist eben eine Rückgabe-, Transport- und Sortieranlage. Wir haben drei Rückgabestationen. Die eine Rückgabestation sehen Sie von hier aus nicht. Die ist im Inneren der Bibliothek, im Garderobenbereich der Bibliothek ist die. Und da können eben im Gebäudeinneren Bücher zurückgegeben werden. Die werden dann über dieses lange Förderband hierher transportiert. Und hier ist dann, werden die Bücher dann sortiert. Und hier sind die beiden Außenrückgaben. Die beiden Außenrückgaben ermöglichen uns, dass eben künftig wirklich rund um die Uhr auch außerhalb der Öffnungszeiten Bücher nicht nur zurückgegeben werden können, das war schon vorher möglich über unsere Rückgabeklappe, aber sie werden eben auch sofort zurückverbucht. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Man weiß dann, die Bücher sind jetzt von meinem Konto, mein Konto ist von den Büchern entlastet und ich bekomme dann auch zum Beispiel keine Mahnung, weil ich es vielleicht zu spät zurückgegeben habe. Diese Rückgabeautomaten buchen nicht nur die Bücher zurück, sondern können Ihnen auch Quittungen ausstellen dafür. Sie können eine Papierquittung oder eben auch per E-Mail an Ihre E-Mail-Adresse schicken lassen. Die Anlage ist fähig, eine hohe Kapazität von Rückgaben aufzunehmen, viel mehr als dann in der Praxis tatsächlich auch erforderlich wäre. Wir haben ungefähr jetzt in Corona-Zeiten vielleicht 1000 Rückgaben am Tag. Und wenn es dann wieder richtig losgeht und wieder mehr Leben auf dem Campus ist und mehr ausgeliehen wird auch, dann wird es Spitzenwerte bis zu 3000 Rückgaben geben, wenn es wieder so wird wie früher. Und diese Rückgabestationen können aber über 1000 Medien pro Stunde zurückbuchen, theoretisch, also alle 3 Sekunden ungefähr. Und dann würden praktisch, wenn man das jetzt wirklich machen würde, würden hier 3000 Bücher sozusagen pro Stunde transportiert werden. Die Anlage schafft 2400 Bücher pro Stunde tatsächlich, diese Sortieranlage. Also fast, ich sage mal, alle 2 Sekunden kann ein Buch sortiert werden. Wir haben hier 11 Auffangbehälter für die Medien. Das sind jetzt verschiedene Auffangbehälter. Diese hier, die so aus diese helle Holzwand haben, die funktionieren so, dass wenn die Bücher reinfallen, dass sie dann automatisch aufgrund der Höhe der Bücher ein bisschen runtergehen, sodass dann dieser Behälter einerseits gut gefüllt werden kann, aber andererseits die Fallhöhe von den Büchern sehr gering ist. Und dann haben wir noch 4 weitere, das sind diese blauen Behälter, die können ausgetauscht werden, die sind von der Technologie anders. Die haben so einen Federboden, der dann nach unten geht. Aber an diesen Stellen ist es eben möglich, dass wir dann auch die Anzahl der Sortierziele erhöhen. Das heißt, wir können an diesen 3 Stellen statt einem Sortierziel nach 2 verschiedenen Kriterien sortieren, sodass wir auch die Flexibilität für die Zukunft haben, wenn immer mehr Teilbibliotheken dann auch dazukommen und immer mehr Bücher aus diesen Teilbibliotheken auch bei uns zurückgegeben werden, dann können die eben auch immer noch fein sortiert werden. Also hier haben wir sozusagen einerseits eine Flexibilität und andererseits eben auch diese neue Möglichkeit, dass sofort zurückgebucht werden kann. Das ist sozusagen dieses Control Panel. Ganz so primitiv ist natürlich die Steuerung nicht, um das vielleicht nochmal zu sagen. Wir haben hier noch so einen Computer stehen mit so einer Steuerungssoftware, die ist unglaublich mächtig. Da wird alles mitprotokolliert und so weiter. Man kann also hinterher auch immer noch feststellen, wann was gemacht worden ist, welche Fehler aufgetreten sind. Im Moment ist der Fehler, dass die Anlage außer Betrieb ist und dieser Fehler wird gleich weggehen.
wenn wir die Anlage feierlich eröffnen. Jetzt macht die Anlage noch so einen Selbsttest. Und jetzt hat sich draußen was verändert, nämlich die Bildschirme von den Rückgabestationen. Die sind jetzt so, dass jetzt wieder in Betrieb ist, sozusagen. Und jetzt werden schon die ersten Medien zurückgegeben. Dass die geschlossen sind und erstmal runtergehen, da muss erstmal so eine Öffnung aufgemacht werden. Ja, ich gehe mal auf den Bild.